In diesem Video schauen wir uns an, wie wir bei Windows 11 die Taskleiste wieder nach oben verschieben können. Ich erkläre auch, warum das durchaus Sinn macht und welche Probleme sich damit bei Windows 11 ergeben. So, bei allen vorigen Windows-Versionen war es ja ganz einfach möglich, über die grafische Oberfläche die Taskbar nach oben zu verschieben. Der Grund dafür ist auch relativ einleuchtend, denn wenn ich mir zum Beispiel mal meinen Browser anschaue, dann sehe ich, dass ich die meisten Steuerelemente, wie zum Beispiel die Tabs oder die Einstellungen, am oberen Bildschirmrand habe. Und ich also mit der Maus ohnehin eher mich oben aufhalte und entsprechend macht es auch Sinn, wenn ich dann dort die Taskleiste finde. Schauen wir uns aber erstmal an, was die Taskleiste kann, wenn sie unten angeheftet ist. Zum Beispiel, wenn ich hier über die offenen Programme gehe, dann sehe ich so ein kleines Vorschaubild. Wenn ich jetzt auf die Windows-Taste hier drücke, dann bekomme ich hier mittig auch das entsprechende Menü angezeigt. Jetzt würde ich mal sagen, ändern wir das Ganze und schauen uns diese beiden Verhaltensweisen an, wenn ich die Taskleiste oben habe. Was muss ich dazu tun? Ich habe mir hier schon so einen kleinen Spickzettel geschrieben, den findest du natürlich in der Videobeschreibung. Ich gehe hier auf Start und suche nach Registrierungseditor oder RegEdit, mache hier einen Rechtsklick drauf und starte den als Administrator. Das folgende Fenster bestätige ich nochmal mit Ja. Hier oben gebe ich dann diesen Pfad ein, also ich kopiere den mal raus, ich bin offensichtlich schon in diesem Pfad, aber den kann ich hier einfach eingeben. Mit Enter bestätigen und dann sehe ich hier zum Beispiel Settings. Hier gibt es ein Feld, das nennt sich FE03, so untereinander, und da mache ich einfach einen Doppelklick drauf, nenne das 01 und bestätige das mit OK. Jetzt kann ich den Registrierungseditor wieder schließen. Jetzt mache ich einen Rechtsklick auf das Windows-Logo und wähle hier aus Windows Terminal als Administrator aus. Auch hier nochmal mit Ja bestätigen. Also einfach mal in den Explorer killen. Jetzt sehe ich gar nichts mehr und jetzt starte ich den direkt wieder. Was ich jetzt sehe, ist, dass die Taskleiste oben ist. Und jetzt probieren wir doch mal die beiden Dinge aus, die wir vorhin probiert hatten. Ich öffne mal das Menü und das hat sich vorher eben mittig geöffnet und das ist jetzt eben nicht mehr mittig. Also das ist schon so eine erste störende Geschichte, nämlich wenn ich hier beim Suchbegriff reingehe, dann springt das in die Mitte. Das finde ich super unelegant. Die andere Geschichte, was mich stört, ist, dass ich jetzt keine Vorschaubilder mehr sehen kann. Also wenn ich jetzt hier über den Microsoft Edge gehe, dann vermute ich, dass das Vorschaubild so ein bisschen nach oben rutscht. Also es ist nicht mehr wirklich im sichtbaren Bereich. Man sieht nur noch die kleinen Ballons darüber. Hier sehe ich jetzt mal was. Das hatte ich nämlich auch schon ein paar Mal. Tatsächlich sehe ich jetzt unten die Vorschaubildchen. Komischerweise nicht beim Edge. Ja, also das ist so ein bisschen, man merkt einfach, Windows will das nicht mehr oder Microsoft möchte das nicht mehr unterstützen, dass die Taskleiste oben ist. Das Ding geht hier auf der falschen Seite auf das Menü und ja, das ist dann zum Beispiel mittig und die Vorschaubildchen sind nicht mehr so schön zu erreichen. Ja, ich danke dir fürs Zuschauen. Mich würde mal interessieren, wo du die ganze Zeit deine Taskleiste hattest und was für dich der ausschlaggebende Grund dafür war. Rechts, links, oben, unten. Schreib es mir doch mal in die Kommentare.